Yeah. Freunde, herzlich willkommen und schön zu einem unscharfen Video von mir. Ich bin Sedo, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Köln, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich freue mich, dass ihr euch hier auf meinem Kanal verlaufen habt oder auch ich freue mich auch an die allen anderen, die gerade ihrem täglichen Ritual nachgehen und hier in den Videos einschalten. Ich küsse eure Herzen. Wir haben uns hier versammelt, liebe Freunde, denn heute gibt es eine neue Folge Insta-News. Insta-News. Die Ereignisse überschlagen sich, liebe Freunde, aber genauso erschlagen die Einsendungen von euch. Was heißt Einsendungen? Aber ja, wir haben das neulich eingeführt, dass ihr, wenn ihr meine Videos guckt und Bock habt, die Location zu filmen, wie ihr gerade am Chillen seid, wie ihr am Essen seid, dass ihr mich markieren könnt und wir dann immer wieder hier in jedem Video drei Leute einblenden. Und da jeden Tag um 14 Uhr ein Video kommt und jeden Tag dann drei Leute eingeblendet wird, haben wir in der Woche 21 Leute, haben im Monat 84 Leute von euch und im Jahr, Dennis schreibt es hier hin, weil er hat einen Taschenrechner am PC, 84 mal 12 Leute von euch hier eingeblendet. Falls ihr Bock habt, könnt ihr es gerne machen. Und ansonsten würde ich sagen, lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch leckere Snacks und was Leckeres zu trinken. Wie wär's mit Tee zum Beispiel? Heute gibt's, was haben wir hier im Angebot? Biologisch, mehr steht nicht drauf, Yogi-Tee. Wenn du liebst, bist du lebendig. Steht auf dem anderen. Das, was du erschaffst, ist deine Realität. Liebe Freunde, wir erschaffen jetzt eine Insta-News und diese Insta-News ist unsere Realität. Wir erschaffen jetzt sehr krasse News, liebe Freunde. Let's go. Insta-News. Wir fangen mal an, liebe Freunde, mit einer Dame, die jetzt aus ihrem Elternhaus ausgezogen ist, gefühlt vor einem Jahr noch 12 war. Spaß, ich will kein Hate. Kein Hate, chill, komm wieder runter. Leni ist volljährig. Ich war auch auf ihrem 18. Geburtstag und es hat richtig Spaß gemacht. Und wir waren alle sehr spaßig unterwegs. Also es war wirklich ein richtig cooler Abend. Ich würde sogar sagen, der letzte Abend, an dem ich richtig cool feiern war, war Lenis 18. Geburtstag. Auf jeden Fall zieht sie aus. Ich habe jetzt voll lang um den heißen Brei geredet, aber sie zieht aus. Sie hat eine neue Wohnung und sie hat auch eine Roomtour auf TikTok gemacht. Also falls ihr auf TikTok Leni sucht, könnt ihr die Roomtour dazu angucken. Richtig schicke Bude. Herzlichen Glückwunsch zum Auszug auf jeden Fall. Und die Frage ist jetzt eigentlich nur, wann die Einweihungsparty steigt oder wann ich mal hier herzlich eingeladen bin. Wir müssen eh mal wieder Videos drehen oder so. Hier, was, das macht doch gar keinen Spaß, dass wir hier gar keine YouTube-Videos drehen. Lena Meyer-Landrut, was ist das denn für eine Scheiße hier? Insta-News. Ein Q&A gab es auch bei Pietro. Liebe Freunde, und bei Pietro ist ja gerade relativ viel los. Wo mir gerade einfällt, wartet kurz. Der gute Herr hat mir hier ein Paket mit seiner Cola geschickt. Der hat jetzt eine eigene Cola auf den Markt gebracht. Die Lombi-Cola in Classic und in Zero hat er mir zugeschickt. Welche probieren wir jetzt, die Frage, liebe Freunde? Ich finde bei Cola richtig schwierig. Ich bin sehr ehrlich, was Cola angeht. Wenn die mir nicht bockt, sage ich euch, dass die mir nicht bockt, ne? Wir müssen dann eigentlich Classic probieren, auch wenn ich... Obwohl, ich bin mehr der Zero-Trinker. Ich probiere Zero, weil ich mehr Zero trinke. Ich bin jetzt richtig gespannt, ne? Leute. Null Gramm Kohlenhydrate, 1 Kilojoule Brennwerte, stimmt das? Kilo KJ. Salz 0,02 Gramm. Da ist kaum was drin. Ich wollte gerade sagen, das schmeckt schon ein bisschen wässrig, aber so geil wässrig. Okay. So viel dazu, liebe Freunde. Macht euch am besten ein eigenes Bild, ob es euer Ding ist oder nicht. Wollt ihr jetzt hier nicht zu lange mit Pietro Lombardi aufhalten, Digga. Auf jeden Fall wurde ihm die Frage gestellt, heiratet ihr dieses Jahr noch? Ihr seid so eine tolle Familie. Darauf hat er geantwortet, wir haben jetzt keinen genauen Termin und wollen unbedingt, dass Leano das richtig miterleben kann. Vielleicht, wenn er eins ist. Dann ihr Papa und Leano am Laufen Richtung Altar und Alessio mit mir am Stehen. Das wäre die Traumvorstellung. Wir lieben uns und haben keinen Zeitdruck, aber geheiratet wird natürlich. Richtig süß. Richtig süße Antwort, ja. Warum hat dieser Mann so ein Dings Feingefühl für süße Antworten? Das ist mir schon mal aufgefallen, dass der sehr süß antworten kann. Würdest du mal eine Schönheits-OP machen? Auch interessante Frage. Ich sag mal so, mich belastet schon sehr lange mein Doppelkinn. Wenn, würde ich das wegmachen. Hab auch schon ein Gespräch mit dem Bruder, bla bla bla, gehabt. Und er meint, wann immer du willst, so ein easy machbar, das belastet mich echt schon lange. Sag ich euch ehrlich, vielleicht wage ich irgendwann den Schritt, weil das mich schon länger belastet. Extrem im TV sieht man das vor allem extrem. Junge, ich kann nicht lesen, ne? Aber wenn ich es mache, sage ich es euch und nehme euch mit, versprochen.
Okay. Ja, das kann ich bestätigen. Der Junge, wenn man den filmt in der Story, ich erinnere mich an diese Dings zurück, wo wir nach Berlin gefahren sind. Wenn man den filmt im Auto und man filmt so von unten und nicht von oben, dann kriegt man direkt eine Ansage. Aber auf sympathisch, liebe Freunde. Nicht, dass ihr jetzt denkt, Pietro ist da so auf eitel angelehnt. Soweit, so gut. Nächste News. Insta-News. Ihr kennt doch diese Anna, diese Anna von Love Island, hier dies, das, jenes. Die macht jetzt bei Köln 50667 mit. Da war ich auch so, ja, okay. Man guckt dann so zweimal hin und denkt sich so, ja, obwohl am Ende des Tages irgendwie fittet die da rein. Irgendwie kann ich mir gut vorstellen, dass sie da gut reinpasst. Und sie hat auf die Frage geantwortet, wie bist du zu Köln 50667 gekommen? Dann hat sie geschrieben, wurde angerufen und gefragt, ob ich Bock drauf hätte. Ich habe es kurz sacken lassen und dachte, wäre mal was Neues. Hab dann ziemlich schnell zugesagt. Nicht schlecht. Wann kommt die erste Folge 50667? Glaube im Mai irgendwann. Ich sag Bescheid. Wie heißt deine Figur bei 50667? Und dann hat sie geschrieben, sie spielt sich selbst. Also sie heißt dort einfach Anna. Und ist wahrscheinlich Influencerin. Nicht schlecht. Ich weiß gerade nicht, wenn mich Köln 50667 jetzt anfragen würde. Ich glaube, ehrlich gesagt, liebe Freunde, das wäre für mich aktuell nichts. Vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht anders gedacht, hätte ich das auch cool gefunden. Aber ich weiß oder ich habe mitbekommen, dass es schon sehr zeitraubend ist. Also schon eigentlich ein Vollzeitjob, weil da sehr, sehr viel tagsüber, aber auch abends gedreht wird und so weiter und so fort. Und es ist halt Schauspiel, ne? Das wäre das Einzige, was mich so daran so ein bisschen reizen würde. Aber nee. Da drehe ich lieber YouTube-Videos und mache hier meine eigenen Sachen mit euch, liebe Freunde. Es macht mehr Sinn. Und ich glaube, Dings, Kosten und Lohn ist da auch ein wenig besser, als wie wenn ich jetzt da mitdrehe. Außer die zahlen mir natürlich 100.000 Euro Gage im Monat, sage ich halt auch nicht. Nein, also man kann auf jeden Fall immer mit mir reden. Dann habe ich in ein Jahr umgerechnet 1,2 Mios verdient und bin Köln 5667 Superstar. Das ist natürlich auch cool. Das würde, also meldet euch. Insta News. Um die liebe Anso ist es ruhig geworden, liebe Freunde. Alle haben sich gefragt, warum? Warum passiert da nichts? Was ist da los? Und sie hat eine Story gepostet und hat was geschrieben. Und ich bin ehrlich, ich habe diese Story noch nicht durchgelesen. Und wenn sie sich mit Arthur getrennt hat, bin ich sehr, sehr, sehr traurig. Und ich hoffe, dass es da nicht drin steht. Hoffe ich wirklich. Hey Besties, ich weiß, dass es seit längerer Zeit hier auf Instagram sehr still um mich geworden ist, aber ich glaube, viele konnten sich schon denken, dass momentan etwas nicht wirklich stimmt. Und das ist auch so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das jetzt schon so breitreten will und bereit bin, darüber offen zu sprechen. Aber mich haben schon so viele super liebe Nachrichten und Kommentare von euch erreicht, die mir echt cool tun und mich aufbauen. Dafür wollte ich mich hiermit auch nochmal bei jedem Einzelnen bedanken. Ich weiß euren Support mehr als zu schätzen und ich werde sicherlich in Zukunft offen darüber sprechen. Aber sowas fällt mir einfach leichter. Sobald etwas Zeit drüber gewachsen ist, viele wissen wahrscheinlich, dass es etwas mit Arthur zu tun hat. Aber wie es weitergeht, wird die Zeit zeigen. Trotzdem bin ich bald wieder, hoffentlich hundertprozentig back. Ich struggle einfach in solchen Situationen oft mit den kleinsten Dingen, wie zum Beispiel dem normalen Alltag und deswegen habe ich mich erstmal darauf fokussiert. Ich habe auch privat mit vielen von euch geschrieben, denen es gerade ähnlich geht oder eben auch in einem Down stecken. Und was mir teilweise echt gut tut zu wissen, ist, dass ich nicht alleine bin und ihr seid es auch nicht. Liebe Freunde, das wollte ich nicht lesen. Ich sag ehrlich, das wollte ich nicht lesen. Arthur, falls du das siehst, schreib mir oder ruf mich an. Ich tue so, als wären wir voll die Bras. Sind wir nicht. Aber trotzdem, ach Mann. Ach Mann, ich will das ja nicht. Liebe Freunde, okay, manchmal sind Dinge so, wie sie sind. Es ist auch kein offizielles Statement in irgendeiner Art und Weise gegeben worden. Ja, let's see, was die Zeit bringt. Insta-News. 24-Tim-Fragerunde, liebe Freunde. Auch immer interessant, deshalb schauen wir rein. Datest du aktuell jemanden? Ja, ich lerne jemanden kennen. 24-Tim ist dabei, jemanden kennenzulernen. Geil, stark. Drogen. Hast du schon mal härtere Drogen genommen? Nee, auch noch nie gekifft. Will ich auch nicht. Sehr gut. Stark, wichtig und richtig. Hast du deine Eltern mal beim Geschlechtsverkehr erwischt? Nee, zum Glück nicht. Das ist auch so eine Frage, ne? Seine Eltern sind voll locker und so, die sind voll chillig drauf. Dies, das, ne? Die sind max am Chillen. Aber ich würde so eine Frage niemals in meine Story posten. Niemals. Ich würde diese Dinge über familiäre und private Sachen so, weiß ich nicht. Glaubst du an die wahre Liebe? Ja, deswegen warte ich seit 22 Jahren und stürze mich nirgendwo einfach rein. Sehr weise und kluge
sehr, sehr kluge Antwort, liebe Freunde. Mich würde richtig hart mal interessieren, weil jeder macht ja verschiedene Erfahrungen, jeder erlebt Dinge anders, was euer Stand ist mit dem Thema wahre Liebe. Es gibt so viele verschiedene Meinungen dazu, so viele. Und wir hören uns jetzt auch nochmal eine andere Meinung an. Denn Jessica von Are You The One wird das Ähnliche gefragt. Reich werden ohne Liebe oder arm sein mit Liebe? Was wäre dir lieber? Wahrscheinlich werden mir hier nicht viele zustimmen oder mich vielleicht auch nicht verstehen. Ich glaube, ich wäre lieber reich ohne Liebe anstatt arm mit Liebe. Weil irgendwie heutzutage diese ganze Gesellschaft hat mich so verstört, dass ich einfach gar nicht mehr wirklich an die Liebe denke und auch denke, dass nichts für immer ist. Und irgendwie... Ich kann ihre Aussage ein Stück weit verstehen, aber in der Frage geht es ja mehr darum, du darfst dir das aussuchen. Entweder du bist jetzt arm und da ist jemand, der dich liebt, 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 liebt. Also die Person liebt dich. Das ist nicht eine, die dich verarschen will, sondern du bist arm, aber dafür hast du eine Person, die dich liebt. So auf den. Und du liebst eine andere Person. Oder du bist extrem reich, aber du findest diese Liebe nicht. Also eigentlich hat sie die Frage falsch verstanden, rein in der Theorie. Weil rein in der Theorie hat sie beantwortet, ich bin lieber reich, weil bis jetzt habe ich die Liebe auch nicht gefunden und die Menschheit verarscht eh nur. Aber eigentlich hätte sie das zweite wählen können, wenn ihr das egal wäre, arm zu sein, aber dafür todesverliebt. Liebe Freunde. Ich sag euch ehrlich, das ist eine super schwierige Frage, aber ich finde, reich und arm muss man definieren. Wann ist man reich, wann ist man arm? Geht es da um Geld? Weil wenn es um Geld geht, dann weiß ich auf jeden Fall, dass reich sein mit viel Geld dich nicht glücklich macht und Liebe kann dich auf jeden Fall sehr glücklich machen. Reichtum nicht. Du kannst dir Dinge kaufen, du kannst dir Dinge leisten, du kannst toll essen gehen und so weiter und so fort. Das macht dich alles immer für eine kleine Sekunde, für einen Moment glücklich. Dein erstes Haus macht dich glücklich, dein erster Lambo macht dich glücklich, dein erstes Schiff macht dich glücklich. Aber nach einer Woche ist es nicht mehr interessant oder nach einem Monat oder so. Und jeder von uns weiß, der schon mal wirklich geliebt wurde oder der von seinen Eltern wirklich geliebt wird oder von seinen Geschwistern oder von einem guten Freund oder einer guten Freundin, dass diese Liebe und diese Beziehung zu der Person viel mehr wert ist, als, ja, ob man gerade ein Taui mehr auf dem Konto hat oder nicht. Liebe Freunde, das war's Wort zum Sonntag. Eure Meinung dazu interessiert mich aber wirklich. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und ansonsten würde ich sagen, schalten wir morgen 14 Uhr wieder ein, oder? Haben wir morgen 14 Uhr wieder ein Date, liebe Freunde hier? Abonniert gerne den Kanal. Wirklich, ich sag's mit Herz inzwischen. Ich sag's mit Herz. Abonniert gerne, wenn ihr mich unterstützen wollt. Viele gucken nur und düsen weiter. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert und wir auf die 1 Million zusteuern und gemeinsam wachsen. Checkt auch gerne in der Beschreibung den Zweitkanal aus. Dort reagieren wir auch ein bisschen auf Trash-TV und so ein Quatsch. Prominent getrennt sind wir aktuell drin. Macht sehr viel Spaß. Schaut rein und bis morgen. Haut rein. Ciao. I got a lot to do.